Um das Prinzip eines Auftriebskraftwerks zu verstehen, gucken wir uns jetzt dieses Beispiel an. So, wir haben hier einmal das Wasser blau dargestellt, die Schwimmkörper rundlich, einmal mit Wasser gefüllt und einmal mit Luft gefüllt. Und diese dünne Linie stellt die Linie dar, wo diese Körper entlang laufen. Das kann eine Kette sein oder auch eine andere Beförderungseinrichtung. Aber wir haben auf diesen beiden Seiten, einmal die mit Luft gefüllte Seite und einmal die mit Wasser gefüllte Seite, zwar dieselbe Auftriebskraft, aber eine unterschiedliche Gewichtskraft. Das führt dazu, dass diese Seite nach oben drückt und diese Seite nach unten drückt. Um das Problem eines Auftriebskraftwerks zu verstehen, gucken wir uns jetzt die Übergänge an. Fangen wir an mit dem oberen Übergang, wo der von einem luftgefüllten Schwimmkörper zu einem mit Wasser gefüllten Schwimmkörper wechselt. Das ist ganz einfach zu realisieren. Man kann einfach eine Luke hier reinmachen, da kann das Wasser einströmen. Wenig Energieaufwand, das ist kein Problem. An der unteren Stelle müssen wir dieses Wasser rauskriegen und Luft reinkriegen. Das gestaltet sich aber eher sehr, sehr schwierig, da eine gewaltige Wassersäule da drauf drückt. Um sich gegen diesen Druck zu wehren, bräuchte man schon maschinellen Aufwand. Der maschinelle Aufwand ist aber größer als nachher die Energie, die rauskommt. Darum kann dieses Auftriebskraftwerk in dieser Form auch nicht funktionieren. Diese Problemstelle zu umgehen, bin ich auf die Idee gekommen, dass man sich die Schwerkraft zunutze macht. In diesem Fall sieht das so aus, dass wir dieses rote Gewichtsstück haben. Hier und hier. Es ist ganz schwer, zum Beispiel Gold oder Blei, also eine hohe Dichte hat. Es ist hier jeweils derselbe Container, bloß um 180 Grad gedreht. Hier ist die Öffnung. Hier. Und hier kann ja Wasser einströmen. Somit verkleinert sich das Volumen, weil das Gewichtsstück von der Schwerkraft nach unten gezogen wird. Und auf dieser Seite ist das andersrum. Das Gewichtsstück wird zwar von der Schwerkraft nach unten gezogen, drückt das Wasser hinaus und Luft kann einströmen durch ein System. Das von vorhin angesprochene System, um die Luft hier rein und raus zu kriegen, bietet uns noch einen weiteren Vorteil. Wir können in diesem System Druck haben. Dieser Druck kann uns dabei helfen, sich gegen den Wasserdruck zu wehren. Das heißt, wir kommen noch tiefer, obwohl die Gewichtskraft von diesem Gewichtsstück gleich bleibt. Das heißt, wir haben eine viel höhere Effizienz des Systems.